So, hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es um unsere Fangblitz Flavor, um die hochkonzentrierten Flavor, erhältlich in 8 verschiedenen Farben, wie ihr vor mir sehen könnt, immer 25 Milliliter in der Flasche, verschließbare Flasche, geruchsneutral, das stinkt somit auch nicht in eurer Tacklebox. Das Wichtige vornweg. Hochkonzentriert bedeutet, ihr müsst wenige Tropfen, 2-3 Tropfen reichen schon für einen Köder aus, beziehungsweise 6-7 Tropfen für ein Kilo Futter. Ihr möchtet, beziehungsweise soll das Futter einfach nicht überkonzentrieren durch den Geschmack, durch den Geruch. Somit nur wenige Tropfen verwenden. Zur Verwendung selbst, ihr könnt es in euer klassisches Grundfutter geben, in euer Method-Futter, in euren toten Köderfisch, hier dann die Fish-Flavors, welche ich gleich noch erklären werde. Auf euren Wurm drauf, auf euren Mais, auf euren Kunstköder, ihr könnt euren Gummifisch damit einschmieren. Ihr habt viele Möglichkeiten, wie ihr diese Attraktoren hier verwenden könnt. Immer erhältlich beim Tackle Dealer, immer 25 Milliliter von dem hochkonzentrierten Lockstoff in der Flasche. Zu den Flavors selbst, wie ihr hier schon sehen könnt, einmal erhältlich als Vanille Flavor, in Rot als Erdbeer Flavor, dann in Grün gehalten als Anis Flavor, dann der klassische Bananen Flavor in Gelb, auch ideal zum Karpfenangeln geeignet. Dann den Forellenflavor in eine durchsichtige Farbe mit der Geschmacksrichtung Garlic bzw. Knoblauch, ideal fürs Forellenangeln. Dann noch den Flavor für Aal und Waller. Hier handelt es sich um einen Squid bzw. Octopus Flavor, sprich ziemlich stinkend. Dann noch einen weiteren Karpfenflavor, auch wieder in Grün gehalten, einfach mit Graskarpfengeschmack bzw. mit einer süßen Geschmack. Testet es einfach mal aus bzw. geht zu einem Tackle Dealer, fragt mal nach, riecht mal rein. Cooler Geschmack, schwer zu erklären. Und als letzten Flavor noch den klassischen Fischflavor. Hier handelt es sich um den Zander- und Hechtflavor bei uns. Ideal geeignet, um einfach euer totes Köderfisch einen weiteren Attraktor zu verleihen, beziehungsweise dieses mit 2-3 Tröpfchen nicht mehr nehmen, noch einen zusätzlichen Reiz zu geben. Auch erhältlich, weil wir hier schon sehen können, in Sprühflaschen. Hier handelt es sich jedoch nicht um eine hochkonzentrierte Lösung, sondern einfach um etwas abgemilderter, welche ihr direkt auf den Köder aufspringen könnt, eine größere Menge auf eine größere Oberfläche. Aber diesen stelle ich im Extra-Film dann nochmals vor. Probiert's mal aus, erhält dich beim Tackle Dealer. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.